Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Reality. Es hat sich ja jetzt eine ganze Weile verzögert. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass es am Wochenende einen Hackerangriff auf Horse Reality gegeben hat. Und diejenigen, die betroffen waren, da sind teilweise die Pferde mit irgendwelchen Namen mit Bezug auf Hitler reingestellt worden, in die Verkäufe für Billigstpreise, teilweise Accounts gelöscht worden und so weiter und so fort. Nun war Montag fast den ganzen Tag Horse Reality down, schon ab Sonntagnachmittag, denn DeLorean und ihr Team haben daran gearbeitet, dass die Probleme behoben werden, dass das Spiel gesichert wird, dass es nicht zu erneuten Hackerangriffen kommt. Und eben auch, dass die Sachen wiederhergestellt werden und wurden. Es ist jetzt so, dass diejenigen, die Pferde verloren haben, die ihren Account verloren haben, sich jetzt nicht unbedingt so riesengroße Gedanken darum machen müssen. Denn DeLorean geht dagegen vor bzw. behebt die Probleme. Sie hatte mich jetzt gestern, ich war recht überrascht gewesen, sie hatte mir gestern auf Instagram geschrieben, dass sie eben Bescheid geben wollte, dass keine Informationen zu Accounts irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das heißt, eure Daten waren jetzt im Endeffekt nicht betroffen und alle können ihre Accounts wieder normal benutzen. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, darf ich da jetzt draufklicken oder darf ich da nicht draufklicken? Und sie werden alle Spieler, die davon betroffen gewesen sind, in den nächsten 1 bis 2 Tagen anschreiben und kontaktieren, dass sie eben die Probleme beheben können. Dazu ist auch noch ein Update-Post gekommen. Ich muss aber sagen, den kann ich irgendwie gerade auf meinem Handy nicht abrufen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte mir den extra abrufen wollen, dass ich euch darüber auch noch in Kenntnis setze. Ich werde euch das einfach mal in den obersten Kommentar packen. Aber brecht nicht in Panik aus, wenn der Kommentar noch nicht da ist, wenn ihr das Video seht. Denn Kommentare kann auch ich als postende Person erst dann reinschreiben, wenn das Video schon online ist. Und Horse Reality wird definitiv schon online sein, bevor ich überhaupt wach bin. Also von daher, geduldet euch da am besten ein bisschen. Und ja, ich bin jetzt auch wirklich überhaupt gar nicht mehr dazu gekommen, wieder zu spielen. An den Tagen, wo ich Zeit gehabt hätte, war tatsächlich die Seite down. Ihr seht, es sind auch einige Fohlen wieder jetzt von ihren Müttern, von ihren Stuten weggekommen. Ich habe wieder einige Private Trades reingestellt bekommen. Aber Leute, ihr braucht mir echt gerade gar nichts reinstellen. Ihr seht es, ich bin auf 238 von 200 möglichen Boxen und ich habe noch 30 weitere Fohlen. Das heißt, im Endeffekt sind bei mir 268 Boxen belegt. Das heißt, ich müsste erstmal irgendwie 69 Pferde wegbekommen, um wieder eins kaufen zu können. Das heißt, es ist super lieb, wenn ihr mir Pferde anbietet. Es sind womöglich auch welche dabei, die mich an sich super interessieren würden, aber ich kann sie einfach nicht abkaufen. So gerne ich würde, es geht nicht. Weil 69 Pferde, beziehungsweise jetzt in dem Fall gerade 39, selbst die kriege ich nicht mal ebenso super schnell los. Ja, und ich wollte heute mal so ein bisschen darüber reden. Viele fragen mich immer, hey, wie kriegst du so viel Geld? Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass ich da auch einen gewissen Bonus habe, weil ich eben die Videos mache und dadurch eben auf meinen Account und auf meine Pferde mehr Leute aufmerksam werden, als wenn man das Spiel jetzt privat einfach so ein bisschen vor sich hin daddelt. Das ist natürlich ein Vorteil, aber nichtsdestotrotz kann ich euch natürlich auch Hinweise und Tipps darauf geben, wie man meines Erachtens nach ganz gut Geld verdienen kann. Und das wollte ich euch heute mal so ein bisschen erzählen. Also, wir fangen hier einfach mal an. Ich gehe mal hier auf meine Bank drauf. Und zwar habt ihr hier einmal das, was ihr bar verfügbar habt, hier oben drin. Das ist das, was hier bei Balance steht. Und dann habt ihr die Savings, das, was auf der Bank liegt und das, was ihr komplett an Geld zur Verfügung habt. Und hier habt ihr immer eine Zinsrate. Ich weiß gerade nicht, bei welchen Punkten sich die Zinsen immer... Ja, wo, an welchem Punkt die Zinsen immer niedriger werden. Ich will mal kurz schauen, ob das hier im Wiki drin steht. So,
Das muss ich mal ganz kurz nämlich selber schauen. Ich hatte das irgendwo, glaube ich, mal gesehen. Ich bin bestens vorbereitet, ihr merkt es. Es ist halt echt, ich hatte ursprünglich noch was anderes geplant, aber jetzt muss ich das Video einfach relativ schnell aufnehmen. Nee, ich finde es gerade nicht. Ich hatte mir das, meine ich, nämlich auch irgendwo mal aufgeschrieben. Ich hatte mir das nämlich auch irgendwo mal aufgeschrieben, ab welchen Punkten das immer so einen Sprung macht. Jedenfalls erkläre ich euch das einmal gerade ganz einfach. Es gibt immer irgendwo einen Punkt X, den müsste man ausrechnen, wo ab dem es sinnvoll ist, kein Geld mehr von der Bank abzuheben. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel momentan so, ich kann mir mal einen Rechner aufmachen. So, Rechner. Ihr seht es jetzt gerade, wie viel Geld ich drauf habe auf der Bank. Das geht immer nur auf die Savings, das geht nicht auf den Total-Betrag, sondern immer nur auf das, was ihr auf der Bank habt. Kennt ihr? Wenn ihr jetzt ein Girokonto habt und ihr habt da, was weiß ich, 2000 Euro drauf und noch 300 Euro bar, dann bekommt ihr natürlich nur Zinsen auf die 2000 auf der Bank und nicht auch noch auf die 300, die ihr bar habt. Das gilt natürlich wirklich immer nur für das, was auf der Bank liegt. So, es ist jetzt also so, wenn ihr zum Beispiel hier bei den Savings diese 999.999 eben habt und ihr bekommt hier noch 0,3% Zinsen, dann rechnet ihr einfach diesen Betrag mal 0,003. Dann habt ihr den Betrag, den ihr am Tag als Zinsen bekommt. Und das heißt, ihr bekommt knapp 3000 Horse Reality Credits am Tag als Zinsen. Habt ihr jetzt hier, wie ich jetzt in meinem Fall, ich zeige es euch jetzt gerade mal konkret an meinem Beispiel, ihr habt diesen Betrag und ihr bekommt nur noch 0,1% Zinsen, rechnet ihr das so. Und dann seht ihr, bekäme ich jetzt nur 1004 Horse Reality Credits pro Tag an Zinsen. Das heißt, hätte ich jetzt wirklich nur diese Savings, dann wäre ich jetzt noch nicht so hoch und ich sollte immer abheben auf den Betrag, dass ich immer eben diese 0,3% Zinsen noch bekomme. Man muss jetzt gucken, ich habe jetzt natürlich noch einen Riesenhaufen hier bar. Da müsste ich jetzt halt rumrechnen und gucken, ab welchem Punkt es Sinn macht, wie viel ich einzahlen muss, dass ich mit diesen 0,1% Zinsen die 3000 Credits oder mehr bekomme. Dann macht es Sinn, dass ich so viel spare. Es ist super kompliziert, glaube ich, wie ich es erklärt habe. Ich hoffe, ihr versteht es. Ihr müsst einfach rausfinden, ab welchem Zeitpunkt es Sinn macht, oder mit welcher Zinssumme ihr am meisten Zinsen am Tag bekommt. So könnt ihr euren Zinsbetrag quasi maximieren und Credits bekommen, ohne etwas zu tun. Das funktioniert natürlich nicht nur in so hohen Betragsbereichen, sondern auch in den niedrigen Beträgen. Deswegen guckt immer, ab welcher Summe es sich lohnt. Das ist zwar ein bisschen aufwendig, aber im Endeffekt lohnt es sich irgendwann. Dann ein sehr wichtiger Punkt. Da kommt ihr hier hin, wenn ihr hier unten auf die Weltkugel klickt und auf die Riding School geht. Bei der Riding School gibt es unterschiedliche Tasks. Und zwar haben wir hier den Stall ausmisten. Das müsst ihr 350 Mal machen, bevor ihr das nächste freischaltet. Das nächste ist Pferdefüttern. Das müsst ihr 250 Mal machen. Dann habt ihr das Hufe auskratzen mit 200 Mal. Das Pferd auf die Weide bringen mit 175 Mal. Die Pferde putzen 150 Mal, Pferde longieren 125 Mal und dann Pferde trainieren. Da habe ich jetzt schon 736 Klicks drauf. Ich weiß nicht genau, wie viel ihr braucht dafür, weil dieses Reiten, das kam jetzt erst vor kurzem raus. Ich habe seitdem die Reitschule selber nicht mehr besucht, deswegen habe ich es jetzt eben erst freigeschaltet. Das heißt, ihr klickt immer so oft es an, bis ihr aufs nächste gehen könnt. Weil das nächste ist immer lohnender. Ihr seht hier noch eine Minutenanzahl drin. Ihr bekommt für jeden Part bekommt ihr immer mehr Credits und ihr müsst halt nicht mehr ganz so oft klicken. Ihr könnt das erste, zum Beispiel das Stall ausmisten, 350 Mal könnt ihr alle 3 Minuten refreshen. Das ist natürlich auch eine stramme Leistung, wenn man jedes Mal, wenn man das nicht verpassen will und Punkt immer auf die 3. Minute das wieder neu starten will,
Es ist natürlich auch stressig, also es dauert schon eine Weile. Und dann seht ihr aber irgendwann, jetzt eben bis zum Reiten, dauert es 30 Minuten, bis man das wieder anklicken kann. Ich bekomme jetzt fürs Fohlentraining, ich zeige es euch mal ganz kurz hier, 325 Credits alle 20 Minuten, wenn ich da dran bleibe. Das ist schon ein ganz guter Betrag. Deswegen möchte ich euch da echt nochmal drauf hinweisen. Der ein oder andere denkt da vielleicht gar nicht so dran. Macht wirklich diese Aufgaben in der Reitschule, hier in der Riding School. Weil das bringt euch relativ viel für einen ganz kleinen Aufwand. Das ist echt nicht viel. Das ist auch super easy, mal eben am Handy angetippt, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr gerade eben dran denkt. Und Kleinvieh macht auch Mist. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Es bringt halt wirklich was. Es bringt auf die Dauer gesehen wirklich was und es ist eine sehr, sehr angenehme Einnahmequelle, die vor allen Dingen eben sicher ist. Es ist eine sichere Einnahmequelle. Weniger sicher sind natürlich die Turniere. Auch da könnt ihr gut Geld verdienen. Da könnt ihr sehr, sehr gut Geld verdienen, sobald eure Pferde in die höheren Klassen kommen. Deswegen sage ich auch immer, bei mir sind leider jetzt selber sehr viele Pferde erwachsen geworden, dadurch, dass ich nicht so viel Zeit habe zum Spielen und zum Trainieren, bevor sie austrainiert waren. Versucht aber, so gut es geht, eure Fohlen auszutrainieren, bevor sie erwachsen werden, damit ihr sie, wenn sie erwachsen sind, ihr sie sofort in der entsprechenden Disziplin trainieren könnt, damit ihr möglichst wenig Zeit verliert. Was die Turniere angeht. Problem beim Turnier ist natürlich, das ist immer so ein bisschen Poker, das ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Denn wenn wir jetzt, ich nehme jetzt mal ein Pferd für Eventing. Ich schnappe mir jetzt mal Samira, die ist am weitesten bei Eventing. Samira hat auch wieder ein Fohlen bekommen. Das ist aber diesmal kein Verkaufsfohlen, das ist für eine Zuschauerin gezüchtet. Ich habe das andere aus Versehen schon verkauft gehabt, weil ich das nicht mehr am Schirm hatte. Ja, hier, ne? Ihr seht es hier. Physical Fitness ist komplett im Eimer, weil ich schon so lange nichts mehr gemacht habe. Ich schäme mich auch schon. Aber hier, ihr seht es, sie ist im CC4. Sie ist auf der letzten Stufe, noch nicht so super weit. Und Physical Fitness ist auch wichtig, dass ihr das oben haltet. Dafür ist der Round Pen da. Wenn ihr das Pferd nicht mehr trainieren könnt, weil es austrainiert ist, schickt es in den Round Pen. Dann geht nämlich die Physical Fitness nicht runter, die wichtig ist für Turniere. Packt immer Ausrüstung drauf. Nach Möglichkeit die beste. Nach Möglichkeit die beste. Wichtig zu wissen, wenn ihr ein Pferd anmelden möchtet für die Turniere, dürft ihr es nur bis 45 Minuten auf Trail trainieren, maximal. Ihr braucht nämlich immer 25% Restenergie, um es anzumelden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das wichtig ist, dass die Hufe gescheit gemacht sind. Fürs Turnier, da bin ich mir tatsächlich unsicher. So, Samira wird jetzt keinen Blumentopf gewinnen, weil sie einfach überhaupt nicht fit ist. Ich zeige es euch trotzdem. Dann könnt ihr das Pferd eben anmelden. Und wenn es in die ersten drei Ränge reinkommt, was Samira jetzt natürlich nicht schafft, dann bekommt ihr richtig, richtig viel Kohle. Und Samira, wenn ihr das euch mal anguckt, die ist nicht die Beste. Sie ist nicht die Beste, sie hat überall gut, sie hat nicht mal mehr ein Star-Predicate geschafft. Aber guckt mal hier, wie oft die schon platziert gewesen ist. Es ist natürlich in manchen Disziplinen leichter platziert zu werden als in anderen. Ich würde sagen, mit am schwierigsten platziert zu werden ist es wahrscheinlich bei Dressage und Western. Also bei Dressur und Western, weil da gibt es einfach unheimlich viele Pferde, die dafür geeignet sind. Und entsprechend sehen die Anmeldungen aus, ne? Also hier, die laufen jetzt beide noch eine Viertel, die laufen alle noch eine Viertelstunde. Und guckt euch das an. Das hier sind die Anmeldungen bei Dressur. Da wirklich gut platziert zu sein, das ist schon hart. Western, noch schlimmer. Guckt euch das mal an. 148 Teilnehmer allein im ersten Bereich. Aber wenn ihr jetzt so Sachen habt wie Driving, Endurance haben auch einige. Aber Eventing geht auch schon wieder besser. Flat Racing, Show Jumping. Driving, guck mal, 38, 14, 17. Das sind nicht so viele Teilnehmer. Wie gesagt, Vielseitigkeit auch schon wieder mehr, geht aber auch noch. Im obersten werden es jetzt aber auch immer mehr. Eventing sind mittlerweile auch schon mehr geworden. Aber guck mal, hier sind teilweise auch nur 5.
da ist es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr eben platziert werdet. Flat Racing, kaum Teilnehmer. Und da macht es dann eben wirklich Sinn, dass ihr eure Pferde gut trainiert habt, gut versorgt habt, gute Ausrüstung drauf habt. Ihr müsst natürlich erstmal ein bisschen investieren und es kann auch sein, ihr geht leer aus und habt die Credits gezahlt und werdet nicht platziert und habt dann einfach Geld verloren. Aber je nach Disziplin ist es eben eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr platziert werdet und dann auch ordentlich Geld rauszieht, je nach Stufe. Deswegen sage ich immer, trainiert eure Pferde so oft es geht, um möglichst wenig Zeit zu verlieren, dass ihr sie möglichst schnell erfolgreich in die Turniere reinschicken könnt. Auch das ist nochmal eine gute Einnahmequelle, wenn ihr wirklich gute Pferde habt. Und da kommt es dann eben auch nochmal auf das genetische Potenzial an, weil das aussagt, wie gut das Pferd eben in seinen Bewegungen zum Beispiel ist und in dem, was es leisten kann. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Was ich bewusst nicht dazu sagen möchte oder dazu nehmen möchte, ist das mit dem Pferdeverkauf. Zucht ist noch ein besseres, ist noch eine bessere Einnahmequelle, je nachdem, wenn ihr wirklich gute Pferde habt. Aber die Pferde zu verkaufen ist sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen je nach Rasse. Gucken wir uns das zum Beispiel an. Sehr, sehr viele von euch züchten Quarter Horses. Es gibt in diesem Spiel 61.426 Quarter Horses. Ich weiß nicht, wie viele registrierte Accounts es gibt. Ich weiß es nicht. Aber, ne? Oder hier die Mustangs. Weil die ja auch noch Wildpferde sind. Von den Mustangs gibt es 146.000 Pferde im Spiel. Die verkaufen sich dann natürlich überhaupt nicht. Es sei denn, ihr habt wirklich die eierlegende Wollmilchsau, die das unwahrscheinlichste Aussehen hat mit 12-mal Very Good und einem GP von 800 oder was. Das kriegt ihr super gut verkauft. Gibt's aber nicht. Zumindest noch nicht. Ihr wisst, was ich sagen möchte oder ihr versteht, was ich sagen möchte. Es ist natürlich auch schwierig zu sagen, ach ja, hier zum Beispiel von dem Suffolk Punch oder von den Haflingern gibt es nicht viele, die kann ich teuer verkaufen. Weil es bestimmt natürlich auch immer die Nachfrage, den Preis. Wenn jetzt keiner das Pferd haben will, dann werdet ihr es auch nicht für einen hohen Preis verkauft bekommen. Deswegen, der Pferdehandel ist nicht so richtig lohnenswert. Darauf baut das Spiel gar nicht unbedingt auf. Viele sagen immer, wie soll ich denn an Geld kommen? Keiner kauft meine Pferde. Nicht über Pferdeverkäufe. Über die Pferdeverkäufe komme ich auch nur dann an Geld, wenn ich wirklich krass seltene Farben verkaufe. Die bringen mir auch viel. Ich habe jetzt aber auch selber sehr viele Oldenburger, die teilweise auch wirklich gut waren. Habe ich, wenn ich wirklich dringend gerade Platz brauchte, habe ich sie dann schnell in die Foundation gestellt. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch nochmal ein Gewinnspiel machen. Ich habe mir überlegt, so wenn ich die 15.000 erreicht habe auf YouTube an Abonnenten, dann würde ich auch nochmal ein Gewinnspiel machen, immer so zu kleinen Meilensteinen. Aber auch ich kriege besonders die Oldenburger, von denen es auch knapp 32.000 gibt, nicht wirklich gut verkauft. Ich mache auch nur über ganz seltene Farben, wie zum Beispiel eben bei den Welsh Ponys oder früher auch bei den Camargue-Pferden, die jetzt auch nicht mehr gehen. Darüber habe ich ganz gut Geld gemacht, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Ich würde wirklich sagen, die wichtigsten Einnahmequellen sind Turniere und die Riding School. Und das möchte ich euch wirklich hier als Tipp mit an die Hand geben. So, jetzt aber noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an diejenigen, die mir in den letzten 2 Wochen wieder jede Menge DP gespendet haben. Ich habe jetzt von 2 Wochen alles rausgeschrieben, weil ja letzte Woche Dienstag nichts gekommen ist. Erstmal vielen herzlichen Dank an all diejenigen, die gespendet haben. Und jetzt lese ich euch natürlich wieder die Top 5 vor. Wir hätten zum Beispiel auf Platz 5 mit 350 gespendeten DP hätten wir Efari. Vielen lieben Dank an Efari an dieser Stelle. Viele fragen immer, wie können sie spenden? DP spenden könnt ihr im Endeffekt, wenn ihr mit einem Hengst von mir mit DP deckt. Dann kommt ihr eben in diesen Pool rein. Dann auf Platz 4 mit 425 DP habe ich Lenja stehen. Vielen lieben Dank auch an Lenja für die DP. Dann knapp davor mit 450 gespendeten DP in der letzten Woche haben wir Friendzone. Das ist so ein ekelhaftes Problem, wenn man in der Friendzone landet. Das ist richtig mies. Vielen lieben Dank aber in diesem Fall an die Friendzone für die 450 DP. Auf Platz 2 haben wir mit 500 DP Superkids 1500. Vielen, vielen lieben Dank auch an Superkids für die 500 DP und
auf Platz 1 mit 650 dp wieder ein altbekanntes Gesicht. Und zwar 650 dp kamen von Mrs. Feuerdor 151. Vielen, vielen lieben Dank auch dir. Und wie gesagt, natürlich auch Dank an alle anderen, die jetzt nicht in die Top 5 gekommen sind. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und wie gesagt, wenn ich mit Pferden züchte, von denen ich weiß, dass sie von Zuschauern sind, dann züchte ich da auch gerne mit DP und gebe euch gerne was zurück. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ich habe euch nicht zu sehr verwirrt. Und dann hören wir uns am Samstag wieder. Bis dahin. Tschüss.